In Matthäus Kapitel 7 haben wir zuletzt von dem Ende der Bergpredigt gelesen, wo es heißt in Vers 28 und 29, und es geschah, als Jesus diese Worte beendet hatte, erstaunte die Volksmenge über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie die Schriftgelehrten. Also die Volksmenge hat Jesu Vollmacht eigentlich an seiner Lehre hauptsächlich erkannt. Und wir sehen das immer wieder, dass Menschen über Jesu Lehre mehr erstaunen, über seine Worte mehr erstaunen als über die Wunder. Denn jemand könnte alle Wunder von Jesus Christus sehen und trotzdem nicht glauben. Denn sie müssen an das Wort Gottes glauben. Es kommt eben auf die Lehre letzten Endes an, auf die Worte Gottes. Nicht, dass ich Wunder herunterspiele, aber worum geht es letzten Endes? Um die Lehre. Und jetzt in Matthäus Kapitel 8 aber wird viel von den Wundern Jesu berichtet. Und es heißt in Vers 1, als er aber von dem Berg herabstieg, folgte ihm eine große Volksmenge nach. Und siehe, ein Aussätziger kam, fiel vor ihm nieder und sprach, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Ich meine, was für eine tolle Aussage. Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und wir sehen, dass dieser Mensch natürlich mit Glauben kommt. Er glaubt, Jesus kann ihn reinigen von seinem Aussatz, aber er kommt mit ein bisschen Zweifeln. Herr, wenn du willst. Ja, er hat ein bisschen Zweifel. Aber dieser Glaube reicht aus für Jesus. Denn was lesen wir dann? Und Jesus streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach, ich will, sei gereinigt. Und zugleich wurde er von seinem Aussatz rein. Und das sind wahrscheinlich meine Lieblingsverse in Matthäus Kapitel 8. Was für wunderbare Verse. Und wir lernen daraus, dass schwacher Glaube ausreicht zur Errettung. Ja, es kommt bei der Errettung nicht auf einen besonders starken Glauben drauf an. Man kann auch mit Zweifeln kommen. Nur hier ist das Ding. Die Frage ist, auf wen setzt du deinen Glauben? Die Frage ist, setzt du deinen Glauben allein auf Jesus Christus? Ich vertraue allein Jesus Christus, um in den Himmel zu kommen. Ich habe keinen Backup-Plan, keine Ausfallsicherung, sondern ich vertraue auf Jesus allein. Auch wenn ich vielleicht einen schwachen Glauben habe. Das ist der entscheidende Punkt, dass du deinen Glauben, auch wenn er schwach ist, wie bei diesem Mann, dass du deinen Glauben auf Jesus Christus allein setzt. Und das reicht völlig aus. Ja? Jesus sagt, ich will, sei gereinigt. Und zugleich wurde er von seinem Aussatz rein. Und Jesus spricht zu ihm, sieh zu, dass du es niemand sagst, sondern geh hin, zeige dich dem Priester und bringe das Opfer dar, das Mose befohlen hat, ihnen zum Zeugnis. Und man könnte sich an den Punkt denken, Moment mal, das ist doch Neues Testament, Matthäus Evangelium. Warum sagt jetzt hier Jesus, bringe das Opfer dar, das Mose befohlen hat, ihnen zum Zeugnis? Aber genau genommen war das noch zu Zeiten des Alten Testaments. Denn die Bibel sagt in Hebräer Kapitel 9, denn wo ein Testament ist, da muss notwendig der Tod dessen eintreten, der das Testament gemacht hat. Denn ein Testament tritt auf den Todesfall hin in Kraft, da es keine Gültigkeit hat, solange derjenige lebt, der das Testament gemacht hat. Also das Neue Testament mit anderen Worten gab es natürlich schon. Schon zu Zeiten des Alten Testaments gab es schon das Neue Testament. Ja, aber wann trat es wirklich in Kraft? Weltlich gesehen, fleischlich gesehen, wann trat es in Kraft? Natürlich mit dem Tod Jesu. Hier ist das Ding. Würde ich ein Testament schreiben, dann würde ich das Testament natürlich zu meinen Lebzeiten aufsetzen. Es würde schon zu meinen Lebzeiten existieren. Aber wann würde es in Kraft treten, wenn ich sterbe? Genauso das Neue Testament gab es natürlich schon. Wann ist es aber in Kraft getreten? Mit dem Tod dessen, der das Testament gemacht hat. Also mit Jesu Tod ist das Neue Testament erst in Kraft getreten. Also das hier war genau genommen noch zu Zeiten des Alten Testaments. Aber was wir hier lernen aus diesem Vers 4, dass Errettung schon immer aus Gnade durch den Glauben war. Auch schon zu Zeiten des Alten Testaments. Denn das war hier eben immer noch genau genommen zu Zeiten des Alten Testaments. Aber wie wurde er gerettet, der Mann, der vom Aussatz behaftet war, der zu Jesus kommt und sagt, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Wie wurde er gerettet? Durch den Glauben, dadurch, dass er den Namen des Herrn angerufen hat. Und ja, wir müssen den Namen des Herrn anrufen, um gerettet zu werden. Das, was die Bibel lehrt, auch schon im Alten Testament übrigens. Wo es heißt, dass in jenen Tagen die Menschen anfingen, den Namen des Herrn anzurufen, schon im ersten Buch Mose. Also schon zu Zeiten des Alten Testaments war Errettung natürlich aus Gnade durch den Glauben. Und wenn jemand gerettet wurde im Alten Testament, dann war er geistlich, spirituell gesehen natürlich schon unter dem Neuen Testament. Denn das Alte Testament bietet keine geistliche Errettung. Es gibt keine Errettung durch das Alte Testament. Es gibt nur Errettung durch den Glauben an den Herrn. Also wenn jemand zu Zeiten des Alten Testaments gerettet wurde, seine Seele war geistlich gesehen schon unter dem Neuen Testament, aber fleischlich gesehen war er immer noch natürlich gebunden an das Gesetz. Er musste immer noch Opfer darbringen und so weiter. Denn wozu dienen die Opfer? Und das ganze Brauchsystem, all die Feste und so weiter, wozu dient das? Um auf Jesus Christus hinzuweisen. Denn es war eben noch nicht alles geoffenbart im Alten Testament.
Und wenn jemand gerettet wurde im Alten Testament, das war natürlich aus Gnade durch den Glauben, aber fleischlich gesehen hat er immer noch sich an die zeremoniellen Gebote gehalten, hat immer noch bei den Festen mitgemacht, hat immer noch die Opfer dann natürlich dargebracht. Und dementsprechend sagt Jesus zu ihm, sieh zu, dass du es niemand sagst, sondern geh hin, zeige dich dem Priester und bringe das Opfer da, das Mose befohlen hat, ihnen zum Zeugnis. Und es gibt außerdem diese Schwachköpfe, die behaupten, dass Jesus gekommen sei, um irgendwie für Tierwohl zu sorgen. Und Jesus hat die bösen Opfer abgeschafft. Aber was sagt Jesus hier? Jesus sagt, bringe das Opfer da, das Mose befohlen hat, ihnen zum Zeugnis. Jesus war kein Tierschützer, sorry. Zu dem Thema Errettung aus Gnade durch den Glauben zu Zeiten des Alten Testaments habe ich auch eine ganze Folge gemacht mit dem Titel Es gab schon immer Christen. Werde ich dir unten verlinken in der Beschreibung. Dann heißt es hier weiter in Vers 5. Als Jesus aber nach Kapernaum kam, trat ein Hauptmann zu ihm, bat ihn und sprach, Herr, mein Knecht liegt daheim gelähmt da nieder und ist furchtbar geplagt. Und Hauptmann impliziert natürlich, dass es ein Römer war. Das war kein waschechter Jude im Sinne von gebürtiger Israelit, aber er war ein Jude in den Augen Gottes, denn er hat an den Herrn geglaubt. Denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist. Und Jesus sagt in Vers 7, und Jesus spricht zu ihm, ich will kommen und ihn heilen. Der Hauptmann antwortete und sprach, Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach kommst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund werden. Und hier sehen wir, wie der Hauptmann, dieser Römer, einen stärkeren Glauben hat als der Aussätzige, von dem wir vorher gelesen haben. Der Aussätzige, der kam mit ein bisschen Zweifeln, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Aber der Hauptmann, der hat einen viel stärkeren Glauben. Aber so oder so werden beide gerettet, weil es nicht auf die Stärke unseres Glaubens ankommt. In Vers 11 heißt es dann, ich sage euch aber, viele werden kommen vom Osten und vom Westen und werden im Reich der Himmel mit Abraham, Isaak und Jakob zu Tisch sitzen. Aber die Kinder des Reiches werden in die äußerste Finsternis hinausgeworfen werden. Dort wird Heulen und Zähneknirschen sein. Im Großen und Ganzen haben die Juden natürlich das Volk Israel Jesus Christus abgelehnt. Die Bibel sagt, dass Jesus in das Seine kam, aber die Seinen nahmen ihn nicht an. Im Großen und Ganzen wurden sie nicht gerettet, sie haben Jesus Christus abgelehnt. Aber es werden eben viele kommen vom Osten und vom Westen und werden im Reich der Himmel mit Abraham, Isaak und Jakob zu Tisch sitzen. Der Hauptmann zum Beispiel, er gehörte nicht fleischlich gesehen zum Volk Israel, aber er wird doch eben im Reich der Himmel mit Abraham, Isaak und Jakob zu Tisch sitzen. Warum? In den Augen Gottes ist er Israelit. Wie das wahre Israel sind alle Gläubigen, denn wer ist der Same Abrahams? Sind das die einfach, die von Abraham buchstäblich abstammen? Nein, sondern die Bibel sagt in Galater 3, Vers 16, nun aber sind die Verheißungen dem Abraham und seinem Samen zugesprochen worden. Es heißt nicht und den Samen als von vielen, sondern als von einem Samen und deinem Samen und dieser ist Christus. Also wer ist der Same Abrahams? Sind es einfach Israeliten, das Volk Israel? Nein, sondern Christus ist der Same, Singular Same Abrahams. Und dann sagt die Bibel, wenn ihr aber Christus angehört, so seid ihr denn Abrahams Same und nach der Verheißung Erben. Der wahre Same Abrahams ist Christus und wir sind als diejenigen, die an Christus glauben, eben auch der Same Abrahams. Wir gehören dazu. Und das ist egal, ob wir vom Osten oder vom Westen kommen oder woher, denn das wahre Israel sind eben alle Gläubigen im Neuen Testament. Und dieser Hauptmann, der wird im Reich der Himmel mit Abraham, Isaak und Jakob zu Tisch sitzen. Er ist ein Israelit in den Augen Gottes. Dagegen, was ist mit den Kindern des Reiches? Gemeint sind eben Israeliten der Abstammung nach. Sie werden in die äußerste Finsternis hinausgeworfen werden, wenn sie nicht an Jesus Christus glauben. Sie gehen verloren. Sie sind nicht Israel in den Augen Gottes, sondern sie sind Ismael. Sie sind Edom. Sie sind nicht in der geistlichen Abstammungslinie. Und zu dem Thema kannst du dir auch meine Predigt anschauen. Lehren aus Römer Kapitel 9 werde ich dir unten verlinken in der Beschreibung. Und dann heißt es hier weiter in Vers 13. Und Jesus sprach zu dem Hauptmann, geh hin und dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und sein Knecht wurde in derselben Stunde gesund. Also Jesus hat es einfach gesagt und der Hauptmann hat an ihn geglaubt. Und das hat ausgereicht. Und als Jesus in das Haus des Petrus kam, sah er, dass dessen Schwiegermutter da niederlag und Fieber hatte. Und er rührte ihre Hand an und das Fieber verließ sie und sie stand auf und diente ihnen. Und das ist natürlich eine vorbildliche Haltung. Wir sehen hier eben, wie Menschen verschieden sind. Einer kommt mit einem eher ein bisschen zweifelnden Glauben. Der Hauptmann hatte einen sehr starken Glauben. Und die Schwiegermutter des Petrus ist insofern vorbildhaft, als dass sie eben sofort dient und Jesus Christus nachfolgt, könnte man daraus schließen hier. Das ist natürlich der Optimalfall. So sollte es sein eigentlich, ja. Aber es wird nicht immer der Fall sein, logischerweise.
Als es aber Abend geworden war, Vers 16, brachten sie viele Besessene zu ihm und er trieb die Geister aus mit einem Wort und heilte alle Kranken, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja gesagt ist, der spricht, er hat unsere Gebrechen weggenommen und unsere Krankheiten getragen. Als aber Jesus die große Volksmenge um sich sah, befahl er, ans jenseitige Ufer zu fahren. Und ein Schriftgelehrter trat herzu und sprach zu ihm, Meister, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Und Jesus sprach zu ihm, die Füchse haben Gruben und die Vögel des Himmels haben Nester. Aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Er sagt im Grunde genommen, hey, weißt du was, Tiere haben es besser als ich. Bist du dir sicher mit dem, was du gerade sagst? Und denk dran, das ist ein Schriftgelehrter, der das sagt. Ein Schriftgelehrter trat herzu und sprach zu ihm, Meister, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Das war wahrscheinlich eher ein reicherer Mann als Schriftgelehrter. Und deswegen sagt Jesus eben, Moment mal, die Füchse haben Gruben und die Vögel des Himmels haben Nester, aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Bedenke das, wenn du mir nachfolgst. Ja. Tiere haben es im Grunde genommen besser als ich. Das, was Jesus hier im Grunde genommen sagt. Jesus Christus nachzufolgen ist natürlich eine wunderbare Sache. Wir werden uns Belohnungen sammeln, aber es wird nicht ohne Widrigkeiten sein. Es wird nicht ohne Bedrängnisse, es wird nicht ohne Trübsal, nicht ohne Verfolgung sein. Das sollten wir ganz einfach bedenken. Ja. Ein anderer seiner Jünger sprach zu ihm, Herr, erlaube mir zuvor hinzugehen und meinen Vater zu begraben. Jesus aber sprach zu ihm, folge mir nach und lass die Toten ihre Toten begraben. Was interessant ist, dass es hier heißt, ein anderer seiner Jünger. Mit anderen Worten, der Schriftgelehrte, der vorher genannt wird, war schon Jesu Jünger. Denn es heißt dann hier, ein anderer seiner Jünger. Also Schriftgelehrte, von denen haben wir meistens ein 100% negatives Bild. Wir denken automatisch an Pharisäer. Aber natürlich gibt es immer Ausnahmen. Ausnahmen bestätigen die Regel. Und es gab hier einen Schriftgelehrten, der war ein Jünger Jesu geworden. Also es gab auch hier und da Schriftgelehrte und Pharisäer, die gerettet wurden und dann auch Jesus nachgefolgt sind, wie wir hier sehen. In Vers 23 heißt es weiter, und er trat in das Schiff und seine Jünger folgten ihm nach. Und siehe, es erhob sich ein großer Sturm auf dem See, sodass das Schiff von den Wellen bedeckt wurde, er aber schlief. Und seine Jünger traten zu ihm, weckten ihn auf und sprachen, Herr, rette uns, wir kommen um. Da sprach er zu ihnen, was seid ihr so furchtsam, ihr Kleingläubigen? Dann stand er auf und befahl den Winden und dem See und es entstand eine große Stille. Die Menschen aber verwunderten sich und sprachen, wer ist dieser, dass ihm selbst die Winde und der See gehorsam sind? Wo man sich fragt, was ist das für eine Frage? Wer ist dieser, das ist Jesus Christus, der Sohn Gottes? Das ist der allmächtige Gott, der gerade ein Wunder nach dem anderen getan hat? Warum versteht ihr das nicht? Und wir lesen auch besonders im Markus-Evangelium, wie Jesus seine Jünger zurechtweist. Ja, aber was seid ihr denn so unverständlich? Und ihr Kleingläubigen? Aber wir müssen einsehen aus unserer Perspektive, wir haben natürlich die ganze Bibel. Ja? Wir haben das ganze Neue Testament, wir haben alles offenbart. Alles, was Gott will, dass wir wissen, können wir hier nachlesen. Wir haben wir sind in einer besseren Stellung als sogar die Apostel. Und wir wissen mehr, garantiert mehr, und wir wissen von all den Wundern Jesu. Aber ja, so sind Menschen, dass sie sich eben verwundern und dass sie Zeit brauchen, dass sie kleingläubig sind, dass sie Zweifel haben, dass sie einen schwachen Glauben haben. Also was sehen wir hier immer wieder in Matthäus Kapitel 8? Jesus tut Wunder, Jesus zeigt seine Allmacht und Menschen sind verschieden. Einer hat einen schwächeren Glauben, einer hat einen stärkeren Glauben. Sogar die Jünger, die hier mit Jesus auf dem Schiff sind und dieses krasse Wunder sehen, dass Jesus die See stillt und den Wind und dem See befiehlt, es entstand eine große Stille. Sie sind kleingläubig. Das waren nicht alles die größten Glaubenshelden. Dann heißt es weiter in Vers 28, und als er ins jenseitige Ufer an das Gebiet der Gergesener kam, liefen ihm zwei Besessene entgegen. Die kamen aus den Gräbern heraus und waren sehr gefährlich, sodass niemand auf jener Straße wandern konnte. Und siehe, sie schrien und sprachen, was haben wir mit dir zu tun, Jesus, du Sohn Gottes? Bist du hierher gekommen, uns vor der Zeit zu quälen? Was völlig paradox ist, denn diese Besessenen, die laufen auf Jesus zu. Aber was sagen sie? Sie sagen, was haben wir mit dir zu tun, Jesus, du Sohn Gottes? Wo man sich denken würde, warum lauft ihr dann nicht weg? Ich meine, wäre das nicht normal, wenn jemand sagt, was habe ich mit dir zu tun, dann würde derjenige doch weglaufen. Ja, bleib mir fern, was habe ich mit dir zu tun? Aber sie laufen auf Jesus zu. Also völlig paradox. Aber so ist das bei dämonisch Besessenen. Nicht nur bei dämonisch Besessenen, sondern auch bei Irrlehrern. Denn Irrlehrer, glauben die an den Herrn Jesus Christus? Nein. Sie sind vom Teufel. Und natürlich, diese Leute hier, versteht das nicht falsch, die zwei Besessenen, die wurden gerettet. Ja, sie waren natürlich keine Irrlehrer, aber sowohl von Dämonen Besessene
als auch Irrlehrer sind natürlich unter dem Einfluss des Teufels. Und Irrlehrer sind ganz einfach zu 100% vom Teufel. Sie sind verworfen, sie werden nicht gerettet. Die Irrlehrer, die beschrieben werden, beispielsweise im Judasbrief. Und so ist das bei dämonisch Besessenen und auch bei Irrlehrern, dass sie eben sich von Spiritualität angezogen fühlen. Sie glauben nicht an Jesus Christus. Ja? Und sagen dann sogar, hier die dämonisch Besessenen, was haben wir mit dir zu tun, Jesus, du Sohn Gottes? Sie verleugnen den Herrn Jesus Christus. Aber sie fühlen sich gleichzeitig von Spiritualität angezogen. Besonders natürlich vom Christentum fühlen sie sich angezogen. Nun, aber warum ist das so? Weil der Teufel natürlich das Ziel hat, mit seinen Dienern, mit Dämonen, mit Irrlehrern, Christentum zu infiltrieren, Gemeinden zu infiltrieren, Gemeinden zu zerstören, Menschen vom Glauben abzuhalten, auf eine falsche Fährte zu lenken, Menschen mit sich in die Hölle zu reißen, die noch nicht gerettet sind. Und deswegen ein Irrlehrer, der natürlich Gott hasst, ja, der wird sich trotzdem hinter eine Kanzel stellen, der wird das unbedingt tun wollen, weil er vom Teufel ist, eben gerade deshalb. Und er fühlt sich eben vom Christentum angezogen. Und Dämonen fühlen sich genauso vom Christentum angezogen. Deswegen, sie laufen auf Jesus zu, sagen aber, was haben wir mit dir zu tun, Jesus, du Sohn Gottes? Und Gott sei Dank können dämonisch Besessene gerettet werden, wie wir dann lesen. Aber es ist natürlich super schwierig. Ja. Denn was will der Teufel erreichen? Dass sie eben nicht gerettet werden. Gleichzeitig will der Teufel aber auch durch dämonisch Besessene andere Menschen wiederum davon abhalten, gerettet zu werden. Und wenn du lange genug Seelengewinn gehst, dann wird dir dieses Phänomen früher oder später auffallen. Kann gut sein, muss nicht sein, aber kann sein. Ich denke zum Beispiel an eine Frau aus einer Gemeinde, in die ich früher gegangen bin, die definitiv von Dämonen besessen war, totale Psychopathin, völlig krank. Ich will nicht auf alle Details eingehen, ist nicht Thema dieser Folge wirklich. Aber sie wurde natürlich irgendwann rausgeworfen aus der Gemeinde, schätze ich. Und ich habe sie dann monatelang nicht mehr gesehen. Monatelang nicht mehr gesehen. Sie war dann wahrscheinlich schon obdachlos, was weiß ich. Aber wann sehe ich sie? Nach etlichen Monaten. Beim Seelengewinn. Wen sehe ich auf einmal hinter mir, direkt hinter mir? Dieselbe Frau im Rollstuhl, dieselbe Psychopathin. Da taucht sie auf einmal auf, beim Seelengewinn. Ich glaube nicht, dass es eine Überraschung ist. Ähnlicher Vorfall. Wir waren in Pforzheim Seelengewinn. Da kommt ein Mann, läuft schnurstracks auf uns zu, gerade Linie. Völlig wildfremder Mensch läuft eine gerade Linie auf uns zu, während wir Leuten das Evangelium predigen, stellt sich einfach daneben. So. Ist natürlich allein das ist natürlich schon völlig bizarr, weil man sowas nicht macht, sich einfach bei Fremden dazuzustellen im Normalfall. Und wir wussten nicht wirklich, was wir da machen sollen. Wir haben einfach weiter gesprochen mit den Leuten und gehofft, dass er nicht stören wird. Und dann haben wir ihn nachher gefragt, ja, hey, sind Sie Christ? Sind Sie gerettet? Ja. Und der Bruder hat ihn gefragt, ja, seit wann sind Sie Christ? Ja, von Geburt an. Ja, wie von Geburt an? Ja, ich bin Jesus. Also ein vermutlich, ich weiß nicht zu 100% in dem Fall, vermutlich von Dämonen besessener, kleiner Psycho, der sich eben super angezogen davon gefühlt hat, dass wir das Evangelium gepredigt haben. Und hat eben eine bizarre Situation erzeugt. Und wenn du lange genug Seelengewinn gehst, dann wirst du komische Erfahrungen machen. Aber wie geht es jetzt weiter in Matthäus Kapitel 8? Da heißt es in Vers 30, es war aber fern von ihnen eine große Herde Schweine auf der Weide. Und die Dämonen baten ihn und sprachen, wenn du uns austreibst, so erlaube uns in die Schweineherde zu fahren. Und er sprach zu ihnen, geht hin. Da fuhren sie aus und fuhren in die Schweineherde. Und siehe, die ganze Schweineherde stürzte sich den Abhang hinunter in den See und sie kamen im Wasser um. Die Hirten aber flohen, gingen in die Stadt und verkündeten alles, auch was mit den Besessenen vorgegangen war. Wenn wir die Parallelstelle lesen in Markus Kapitel 5, da wird von einem von den zwei Besessenen berichtet, weil der eine besonders stark besessen war, von einer Legion, wie es heißt. Und es heißt in Markus Kapitel 5, Vers 9, und er fragte ihn, was ist dein Name? Also Jesus fragte den Besessenen, was ist dein Name? Und er antwortete so und sprach, Legion ist mein Name. Also der Mensch antwortet, Legion ist mein Name, denn wir sind viele. Also, wer übernimmt dann die Sprache? Die Dämonen übernehmen die Sprache. Und er war von einer Legion, von etlichen von Dämonen besessen. Denn eine Legion ist eine Einheit von ca. 3.000 bis 6.000 römischen Soldaten ungefähr. Also er war von Tausenden von Dämonen besessen.
Das ist natürlich ein absoluter Extremfall. Ich meine, es wird beispielsweise berichtet von Maria, die von 7 Dämonen besessen war. Das wird schon hervorgehoben, dass sie von 7 Dämonen besessen war. Der war von Tausenden von Dämonen besessen. Weiterer Beweis dafür ist Vers 13, wo es dann heißt, und die Herde, also die Schweineherde, stürzte sich den Abhang hinunter in den See. Es waren aber etwa 2000 und sie ertranken im See. Warum 2000 Schweine? Weil es eben ca. 2000 Dämonen waren. Eben ungefähr in dem Bereich einer Legion. Also wieder zurück zu Matthäus Kapitel 18, Vers 32. Er sprach zu ihnen, geht hin, da fuhren sie aus und fuhren in die Schweineherde, eben ca. 2000. Und siehe, die ganze Schweineherde stürzte sich den Abhang hinunter in den See und sie kamen im Wasser um. Die Hirten aber flohen, gingen in die Stadt und verkündeten alles, auch was mit den Besessenen vorgegangen war. Jesus hat ca. 2000 Schweine geopfert, um einen Menschen zu retten. Warum? Weil auch ein einziger Mensch es wert ist. Mehr wert ist als was weiß ich wie viel tausend Tiere. Dämonen haben natürlich zum Ziel, in jemanden zu fahren. Und wir lesen dann in Matthäus Kapitel 12, wenn aber der unreine Geist von den Menschen ausgefahren ist, so durchzieht er wasserlose Städten und sucht Ruhe und findet sie nicht. Dann spricht er, ich will in mein Haus zurückkehren, aus dem ich gegangen bin. Und wenn er kommt, findet er es leer, gesäubert und geschmückt. Dann geht er hin und nimmt 7 andere Geister mit sich, die bösartiger sind als er. Und sie ziehen ein und wohnen dort und es wird mit diesem Menschen schlimmer als zuerst. Wird berichtet von jemandem, der eben von Dämonen befreit wurde, aber nicht gerettet wurde offensichtlich. Und die Dämonen, was werden die machen? Sie wollen unbedingt eben wieder in den Menschen fahren. Und ich denke, deswegen lässt Jesus sie in eine Schweineherde fahren, damit sie eben nicht weiter ihr Unwesen treiben können. Und siehe, Vers 34, die ganze Stadt kam heraus Jesus entgegen und als sie ihn sahen, baten sie ihn, aus ihrem Gebiet wegzugehen. Also stell dir vor, was passiert. Jesus tut dieses Wunder, er rettet diese 2 Menschen, von denen wir wahrscheinlich denken würden, für die gibt es keine Chance mehr. Ich meine, ein Typ von denen, von, was weiß ich, 2000 Dämonen besessen, ca. 2000 Dämonen, 2 Besessene, rettet Jesus. Und wie reagieren die Leute aus der Stadt? Ach nee, also das ist zu viel, bitte geh weg von uns. Was für eine Reaktion, was für eine gottlose, was für eine komische Reaktion eigentlich, nicht wahr? Ich meine, denk nach über diese Geschichte, was hier geschehen ist, was Jesus getan hat, dass Jesus Menschen gerettet hat. Wie reagieren die Leute? Sie bitten ihn, aus ihrem Gebiet wegzugehen. Und siehst du, das sind fleischliche Christen, die es eher in Kauf nehmen würden, dass Menschen verloren gehen, als dass sie in ihrer Komfortzone gestört werden. Da kommt Jesus Christus, kommt mit Vollmacht, tut ein Wunder und wie reagieren die Leute? Nee, das ist zu viel. Also bitte geh weg. Und sie sind nicht unbedingt hasserfüllt, sie wollen Jesus nicht irgendwie steinigen, sondern sie bitten ihn, aus ihrem Gebiet wegzugehen. So, sie sind in ihrer Komfortzone gestört. So, das ist zu viel des Guten. Das ist zu viel des Guten. Geh bitte weg, Jesus. Was für eine kranke Reaktion. Aber so sind fleischliche Christen. Sie nehmen es eher in Kauf. Und achte auf meine Worte. Fleischliche Christen heutzutage nehmen es eher in Kauf, dass Menschen buchstäblich verloren gehen, zur Hölle fahren, als dass sie gestört werden von einem Prediger, der ihnen in Vollmacht die richtige Lehre verkündigt. Oh, nee, das ist zu viel Lehre. Oder das ist nur irgendwie neu für uns. So, nee, oder du störst uns in unserem Frieden. Du bringst zu viel irgendwie Spaltung oder so. Ja, richtig. Biblische Lehre, mit Vollmacht gepredigt besonders, bringt Spaltung. Aber fleischliche Christen, sie würden es eben lieber in Kauf nehmen, dass Menschen sogar verloren gehen, zur Hölle fahren, als dass sie sich in ihre Komfortzone stören lassen. Sie wollen lieber alles beim Alten lassen, sie wollen lieber ihren Kaffeeklatsch-Hauskreis haben, einfach nichts machen, bei falschen Lehren bleiben, auch wenn sie vielleicht gerettet sind, das richtige Evangelium zumindest glauben. Und das ist natürlich gottlos, so eine Reaktion. Und nicht nur das, sondern in Vers 28 heißt es, dass eben die 2 Besessenen Jesus entgegenliefen. Sie kamen aus den Gräbern heraus und waren sehr gefährlich, sodass niemand auf jener Straße wandern konnte. Also, hier ist das Ding. Jesus hat eigentlich Frieden gebracht, nicht wahr? Denn jetzt kann man auf dieser Straße wandern, auf der man vorher nicht wandern konnte. Also diese Leute, die hatten nicht wirklich Frieden vorher, sondern gab es diese Straße, da hat sich jeder davor gefürchtet, dorthin zu gehen, weil sie natürlich nichts zu tun haben wollten mit diesen dämonisch Besessenen. Aber anstatt sich dann zu freuen, dass Jesus Frieden gebracht hat, echten Frieden, zum einen wurden sie gerettet, die 2 Besessenen,
Das ist natürlich am wichtigsten, aber auch Frieden, dass man wieder auf dieser Straße wandern konnte. Anstatt sich darüber zu freuen, reagieren sie im Grunde genommen und sagen sinngemäß, oh, das ist zu kontrovers für uns. Ja, das ist zu kontrovers, nee, das geht nicht, geh bitte weg. Und das sind eben fleischliche Christen heutzutage, die um jeden Preis ihren Pseudo-Frieden haben wollen. Wo es eigentlich gar nicht wirklich Frieden gibt. Ich meine, in einer Gemeinde, in der einer dies glaubt, ein anderer jenes und die Lehre einfach ein totales Chaos ist, das ist kein echter Frieden. Aber sie wollen eben Frieden um jeden Preis haben und dann bloß nicht darüber sprechen. Bloß nicht, dass ein Prediger kommt und was anderes sagt und ein bisschen aufmischt. Oder nein, das ist zu kontrovers. Geh bitte weg. Also siehst du, die Bibel sagt in Jakobus Kapitel 3, Vers 17, dass die Weisheit von oben erstens rein, sodann friedfertig ist. Nicht erstens friedfertig, sodann rein, sondern erstens rein, sodann friedfertig. Friede ist wichtig, aber Friede steht nicht auf dem ersten Platz, sondern Friede steht auf dem zweiten Platz. Das Wichtigste ist Reinheit. Reine Lehre, die richtige Lehre, auch wenn das hier und da für Spaltung sorgt, dann ist das Spaltung, die eben notwendig ist. Aber wir wollen keinen Frieden um jeden Preis haben. Es kommt zuerst auf die Reinheit an, auf richtige Lehre und ein heiliges Leben zu führen, auch wenn das andere abschreckt, auch wenn dann andere gehen werden. Denn wir wollen keinen Frieden um jeden Preis. Frieden, ja, wir sollen streben nach Frieden, trachten nach Frieden, aber es sollte der richtige Friede sein. Ein Friede, der Reinheit unterstellt ist. Also wir sehen hier schön in Matthäus Kapitel 8, wie Jesus natürlich seine Vollmacht zeigt durch die Wunder und wie verschieden Menschen sind. Ja, einer hat einen schwachen Glauben, einer hat einen stärkeren Glauben, andere sagen, nee, geh bitte weg von uns, das ist zu viel des Guten für uns. Ja, wir wollen lieber unseren Frieden haben und nehmen im Grunde genommen in Kauf, dass Menschen zur Hölle fahren, weil wir einfach in unserer liberalen Gemeinde bleiben wollen und lieber im Grunde genommen schwache, falsche Propheten ertragen als kraftvolle Predigt des Wortes. Und wenn du die Bibel predigst, so wie sie geschrieben steht, nicht zurückhältst und dadurch kontrovers bist, dann wirst du dasselbe erfahren, dass andere Christen dich nicht ertragen wollen hierunter. Und sie würden lieber einen schwachen, falschen Propheten ertragen und würden es lieber in Kauf nehmen, dass Menschen zur Hölle fahren.